Herzlich willkommen zurück bei Swedemos Campus Leben und auf geht's ins Studentenwohnheim und in unser Zimmer. Oh, was macht denn das Handy denn hier? Du hier? Ich sollte wohl hier überrascht sein, dich hier zu sehen. Ich bin genauso an der Uni eingeschrieben wie du und es kommt vor, dass ich hingehe. Nur, dass du nicht in das Unigebäude ist, sondern das Wohnheim und auf diesem Gang liegen, soweit ich weiß, nur die Mädchenzimmer. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und lächelte. Dann begann er mit einem seiner Ohrringe zu spielen. Natürlich wollte ich dich besuchen. Wen sonst? Irgendetwas sagt mir, dass das nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Da bin ich. Was wolltest du mir sagen? Ich wollte sehen, wie es dir geht und sicher gehen, dass du noch lebst. Das ist sehr freundlich von dir. Wie du siehst, lebe ich noch und schlage mich gerade vor allem mit der Uni und meinem Nebenjob herum. Also nichts Besonderes. Falls du deinen Alltag etwas würzen möchtest, weißt du, wo du mich findest, Vito. Ich stehe dir gern zu Diensten. Ich komme auf dein Angebot zurück, falls ich irgendwann die Lust packen sollte. Das mit der Würze in meinem Leben bekomme ich auch ohne dich ganz gut hin. Schade, dir entgeht etwas. Du bist wohl eher der, dem etwas entgeht. Das kann sein. Bisher habe ich dich noch nie in der Uni gesehen. Gehst du nicht zu deinen Seminaren? Warum bist du denn überhaupt eingeschrieben? Nur so konnte ich das Geld bekommen, das meine Eltern für mein Studium zur Seite gelegt hatten. Ich nutze es, um das Leben ein bisschen zu genießen. Und das heißt, du hängst mit zwielichtigen Typen rum, die Mädchen nicht nachts auf der Straße auflauern? Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich hoffe nur, du wirst deine Entscheidung nicht irgendwann bereuen. Man lebt schließlich nur einmal. Tja, der kann tun und lassen, was er möchte. Oh, plötzlich so ernst? Mach dir keine Sorgen um mich, kleine Vito. Ich weiß schon, was ich tue. Du bist süß, wenn du dir Sorgen um mich machst. Ich verzog das Gesicht, aber sagte nichts mehr. Ich will mich nicht auf sein Spielchen einlassen. Ich überlegte einen Moment lang, was ich sagen könnte. Hast du gesehen, dass nächste Woche das Konzert von Cassiels Band stattfindet? Das war das erste Thema, das mir eingefallen ist. Ja, Crowstorm, diese Möchtegern-Rocker halten sich für unglaublich toll. Was? Die sollen gar nicht schlecht sein. Wenn du das sagst. Ich weiß es nicht. Ich habe ihre Songs noch nicht wirklich gehört. Na, dann geht dir auch nichts. Du wirst sehen, wenn du beim Konzert von kreischenden Mädchen umgeben bist, die Cassiels Namen brüllen, wird dir das sicher gefallen. Das ist sicher ziemlich lustig. Erscheinen wir nicht denselben Sinn für Humor zu haben. Gut. Ich glaube, es ist sinnlos, dieses Gespräch weiter fortzusetzen. Ich bin sicher, du übertreibst. Du wirst sehen, wir laufen uns dort sicher über den Weg. Das Korsett ist dieser Stadt das einzige Event, das sich lohnt. Okay, dann bis nächsten Freitag. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns auch davor nochmal über den Weg. Weiter. Gut möglich, dass du mich ab und zu auf diesem Gang siehst. Vielleicht komme ich eines Tages auch gerade aus deinem Zimmer. Du bildest ja ganz schön was ein. Du kannst mich besuchen, wann immer du möchtest. Träum weiter. Du kannst mich besuchen, wann immer du möchtest. Ich nehme einfach das. Wirklich? Hast du jetzt Zeit? Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Ich habe nie irgendwas versprochen. Eines Tages werde ich dich beim Wort nehmen, Vito, und du wirst ziemlich überrascht sein. Das werden wir noch sehen. Du solltest die Regeln kennen, bevor du zu spielen beginnst. Ich werde es mir merken. Ich verlasse mich auf dich. Weiter. Deine Wangen sind ganz rot, Vito. Ist wirklich alles in Ordnung? Ich kann kaum glauben, dass er so arrogant ist. Dann überlasse ich dich mal wieder deine zweifelhaften Aktivitäten auf dem Flur. Ich habe noch etwas zu erledigen. Alles klar, schönen Tag noch. Mit diesen Worten stieg er in den Aufzug und zog sein Handy aus der Tasche. Bevor sich die Türen schlossen, zwinkerte er mir noch einmal zu. Nathaniel, die Dinge haben sich wirklich sehr verändert. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zu meinem Kurs am Nachmittag. Ich werde die Zeit nutzen, um zu sehen, ob Jeline da ist. Ich erwarte mir nicht viel von ihr, aber man weiß nie. Also auch ein Zimmer. Das Zimmer war leer. Sie war nicht da. Wie immer. Natürlich hatten wir keine Handynummern ausgetauscht und so weit waren wir noch nicht. Pff, ich werde mich einmal einen Moment ausruhen. Seit heute Morgen bin ich nur herumgerannt. Ich stellte meine Tasche ab, zog die Schuhe aus und legte mich aufs Bett. Ich griff nach meinem Handy und ging auf YouTube. Ich wollte sehen, ob ich etwas über Crowstorm finden würde. Zu meiner großen Überraschung gab es zwei Videoclips, die schon mehrere tausend Mal angesehen worden waren. Sie schienen wirklich bekannt zu sein. Ich klickte darauf, ich konnte unmöglich bis zum Konzert warten. Ich war so gespannt zu sehen, wie Castiel jetzt aussah. Als erstes hörte man ein paar Klavierklänge. Ich hatte etwas anderes erwartet, dann ertönte die Gitarre und schließlich auch Castiels Stimme. Kein Zweifel, er war es, der sang. Die Musik war toll. Schon das, was er und Lysander während der Schulzeit spielten, war sehr gut. Aber das, er war wirklich in seinem Element. Ich sah mir den gesamten Clip an, aber Castiel tauchte darin nicht auf. Man sah nur Schauspieler.
klickte auf ein anderes Video. Dieses Mal waren die Bandmitglieder im Clip zu sehen, aber sie spielten in einem verlassenen Haus im Halbdunkel. Es sah aus, als wollten sie geheimnisvoll wirken. Man konnte sie kaum voneinander unterscheiden. Beim letzten Ton summte die Kamera auf das Mikro und tastete Nils Mund. Ich sah eine rote Haarsträhne, aber das war alles. Gerade wollte ich mich im Internet nach weiteren Infos zur Band suchen, als ich eine Nachricht von Pierre bekam. Hey, wie du? Hast du gleich Vorlesung? Wenn nicht, hättest du Lust, zu mir in den Pausenraum zu kommen? Ich bräuchte jemanden zum Reden. Nach dem, was eben im Kurs passiert war, ging es Pierre vermutlich nicht so gut. Ich antwortete sofort. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich bin gleich dort. Wunderbar. Ich hätte wohl keine Zeit mehr, Jelin vor dem Abend zu sehen. Ich soll die Party lieber absagen. Es passt ja perfekt. Ich könnte schön mit der Pia reden und sie aufmuntern. Gerade als ich die Tür des Wohngebäudes öffnen wollte, um hinauszusehen, kam sie mir mit Wucht entgegen. Autsch! Es tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Während ich mir das Gesicht rieb, sah ich, wie Melody die Zelle aussammelte, die ja bei unserem Zusammenstoß runtergefallen waren. Ich bin wirklich ungeschickt. Geht es dir gut? Hast du dir wehgetan? Es ist nichts passiert. Keine Sorge, das kommt vor. Ja, es tut ein bisschen weh. Pass beim nächsten Mal besser auf. Es ist nichts passiert. Keine Sorge, das kommt vor. Ja. Melodys Augen füllten sich mit Tränen. Melo, alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich habe in diesem Semester so viel zu tun. Deshalb war ich wohl in Gedanken. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach für sie ist, das Studium, die Arbeit als studentische Hilfskraft und alles andere unter einen Hut zu bringen. Du arbeitest zu viel. Meinst du? Weiter. Ja, wahrscheinlich setze ich mich zu sehr unter Druck. Du solltest das ein bisschen lockerer angehen. Möchtest du darüber reden? Das ist nett von dir, aber da gibt es nicht viel zu reden. Ich habe im Moment einfach nur ziemlich viel zu tun. Du solltest etwas kürzer treten. Geh auch immer ein bisschen raus und nimm etwas. Das Messer hat er gerade erst bekommen. Wenn du so weitermachst, hältst du es nicht durch. Ich sammle die letzten ihrer Blätter auf, die noch im Boden lagen. Sie schniefte laut. Du hast recht. Ich habe übrigens gehört, dass Rosa irgendwelches Essen für eine Party vorbereiten sollte, die heute Abend stattfinden soll. Ja, das stimmt. Meinst du, ich muss irgendwie auf andere Gedanken kommen? Sie tut mir leid. Ich kann unmöglich Nein sagen, obwohl es sicher ein bisschen eng in meinem Zimmer wird. Aber es ist noch nicht sicher, ob die Party überhaupt stattfinden wird, Ludi. Oh, verstehe. Nein, ich sage es nicht wegen dir. Ich habe ja bisher noch keine Erlaubnis von meiner Mitbewohner und die Party soll in unserem Wohnheimzimmer stattfinden. Am besten gibst du mir deine Telefonnummer und ich melde mich wegen Uhrzeit und Ort. Oh, danke. Sie diktierte mir ihre Nummer und ich speicherte sie in meinem Handy. Danke, dann warte ich auf deine Nachricht. Ich melde mich. Ich habe bis heute Abend noch einiges zu erledigen, aber ich tue mein Bestes. Ja, ich melde mich. Dann halte ich dich nicht lange auf. Entschuldige nochmal. Bis heute Abend. Ja, bis heute Abend. Noch eine Person mehr. Wenn das so weitergeht, kommt heute Abend die gesamte Uni vorbei. So, Innencampus, wo wollten wir hin zum Pausenraum und Pia aufweitern? Danke, es ist nett von dir, dass du gekommen bist. Das ist doch normal. Ich wollte dir schon nach dem Kurs schreiben, aber ich habe mich nicht getraut. Das hättest du aber ruhig gekonnt. Es tut mir leid, dass es ein bisschen ausfallend war. Aber nein, du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Wenn ich gewusst hätte, was hättest du denn getan, wenn du es gewusst hättest? Glaub mir, das Beste war, es für mich zu behalten, um meine Familie zu schützen. Aber ich kann nicht glauben, dass ihr so lange in Angst leben musstet. Das muss schrecklich gewesen sein. Das Schlimmste ist passiert, als ich noch so sehr klein war. Das ist mir aber erst später bewusst geworden. Das hatte mich auch dazu gebracht, Jura zu studieren. Verstehe. Es gab so viel Ungerechtigkeit und so viel korrupte Staaten in der Welt. Ich würde mich gerne auf internationales Recht spezialisieren. So gut wie du dich so zu solchen Träumen äußerst, bin ich sicher, du schaffst das. Also, ich war nach dem Kurs etwas abweisend zu dir. Ich wollte mich dafür entschuldigen. Nein, das brauchst du nicht. Ich kann dich gut verstehen. Ich weiß nicht, ob ich mich nach meinem Verhalten heute nochmal zum Miss Peltrys Seminar trauen kann. Ich glaube, sie fand deinen Beitrag gut. Ich kann zu ihr gehen und mit ihr reden, wenn du möchtest. Der Beitrag war gut, auf jeden Fall. Meinst du? Ja, ganz sicher. Sie hat gesagt, dieser Kurs sollte uns zum Nachdenken anregen. Du wirst uns die Wahrheit vor Augen geführt, Pia. Ich glaube genau, das ist das, was sie mit dem Seminar beabsichtigt. Ja, vielleicht hast du recht. Danke, es hat mir wirklich geholfen, mit dir zu reden. Weiter. Ich hatte den Eindruck, ich wäre zu weit gegangen. Überhaupt nicht. Du warst du selbst und das ist das Beste, was du tun konntest. Ich lächelte ihr zu. Ich schaute ihr auf die Uhr meines Handys. Ich muss zu meinem nächsten Kurs. Sehen wir uns später? Alles klar, einen schönen Nachmittag. Ich lächelte Pia zu und ging zum Ausgang. Geh in den Hörsaal zur Vorlesung Kunst der Antike.
Auf dem Weg zu Hörsaal vibrierte mein Handy in der Tasche. Es war rosa. Sag mir bitte, dass du Alexis Handy gefunden hast. Er ist kurz vorm Durchdrehen. Ich antwortete ihr. Ja, ich habe es auf der Straße gefunden. Er hatte Glück. Es gebe es ihm später. Ich muss jetzt zu meinem Kurs. Nicht notwendig. Du kannst ihm auch heute Abend noch geben. Er ist dir ewig dankbar. Die Party. Ui, bisher ist noch nichts richtig vorbereitet. Wenn ich es nicht schaffe, mit Lilien zu reden, kommen die anderen vielleicht alle umsonst. Ich antwortete nicht sofort. Ich hielt auf dem Gang nach Lilien Ausschau. Vielleicht konnte ich noch schnell mit ihr reden. Mein Handy vibrierte erneut. Diesmal war es Jun. Morgen kommt heute Abend auch. Es war eine gute Idee, ihn auch einzuladen. Er wirkt recht nett, danke. Kannst du mir die Nummer deines Wohnheimzimmers schreiben? Um wie viel Uhr sollen wir denn da sein? Verdammt, ich bin wirklich ein Organisationstalent. Ich lade die Gäste ein, ohne überhaupt einen Raum für die Party zu haben. Sehr gut. Da ist Eileen. Sie geht in den Hörsaal. Ich werde es wohl kaum mehr schaffen, vor der Vorlesung mit ihr zu reden. Ach, wow. Hauptsaal. Ich gehe mal in den falschen Hörsaal. Alle saßen schon, der Hörsaal war voll und auch der Professor war schon da. Neben Jenny waren noch ein paar Plätze frei. Ich legte meine Sachen dort auf den Tisch. Die Vorlesung würde 2 Stunden dauern und Eileen saß in der ersten Reihe. Ich zögerte, allen eine Nachricht zu schicken und Bescheid zu sagen, dass die Party verschoben wäre. Alles in Ordnung, wie du? Du wirkst irgendwie besorgt. Ja, alles gut. Während ich das sagte, ließ ich Eileen nicht aus den Augen. Das konnte ich nicht vergessen. Ich würde Rosa eine Nachricht schicken. Ich zog mein Handy unauffällig unter den Tisch hervor und sah, dass ich eine neue Nachricht von Rosa bekommen hatte. Ich bereite gerade ein paar Häppchen für heute Abend vor. Mach dir darum also keine Sorgen. Du musst nur kurz zum Supermarkt gehen und Getränke kaufen. Küsschen und bis auf später. Ich freue mich ja schon so. Das darf doch nicht wahr sein. Dieses Mädchen ist schneller als der Blitz. Ja, wie du? Warte einen Moment. Ich muss nur kurz Rosa antworten. Eilig schrieb ich zurück. Rosa, das mit heute Abend wird nicht möglich. Ich wurde von einem unangenehmen Trommelgeräusch unterbrochen. Die Finger einer kleinen, dicklichen Hand trommelten auf die Tischplatte vor mir. Ich weiß, wir sind hier in der Uni. Und ich weiß auch, dass mein Kurs nicht unbedingt zu den Angesagtesten zählt. Aber wir sind schon nicht zuhören, so bitte ich Sie wenigstens ein bisschen Respekt zu haben. Ich spürte, wie meine Wange sofort zu glühen begann. Professor Lebard war der Treppe des Hörsaals bis zu mir hinaufgestiegen, um mir das zu sagen. Der gesamte Hörsaal sah mich an. Wie ich bereits in meinem Kurs gesagt habe, bin ich nicht sehr streng, aber ich trage keine Handys. Den Teil des Kurses musste ich wohl beim letzten Mal verpasst haben. Es tut mir wirklich leid, ich wollte Sie nicht stören. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss eine dringende Nachricht checken. Es tut mir wirklich leid, ich wollte Sie nicht stören. Zu spät. Weiter. Darf ich aber sofort mit Ihrer geistigen Anwesenheit während meines Kurses reden? Ja, Herr Professor. Plötzlich wirkte er viel imposanter als sonst, wenn er mit Trägerstimme von mittelalterlicher und antiker Kunst sprach. Sofort räumte ich mein Handy in die Tasche und legte die Hände auf den Tisch. Ich fühlte mich wie ein kleines Mädchen, das von seinen Eltern angeschüpft worden war. Langsam ging Professor Lebard die Stufen des Hörsaals hinunter. Die Studenten beobachteten ihn aufmerksam. Er nahm wieder vorne an vor der Tafel Platz und holte tief Luft. Gut, wie gesagt, die Kunst der Gehilden im 5. Jahrhundert war die Fortsetzung der Epoche. Er machte weiter, als sei nichts gewesen. Ich fragte mich, wie er mich wohl hätte sehen können, obwohl ich ganz hinten im Hörsaal saß. Ich wagte es nicht, mein Handy wieder hervorzuholen. Ich würde bis zum Ende der Stunde warten müssen. Die Vorlesung verlief ohne weitere Zwischenfälle. Ich glaube, mein Beispiel wirkte auf alle wie eine Art Warnung. Die 2 Stunden erschienen mir endlos. Ich dachte daran, dass Rosalie gerade tonnenweise Häppchen für die Party vorbereitete. Ich hoffte wirklich, Eileen würde ja sagen. Aber was denke ich da? Eileen? Wieso sollte sie erlauben, dass ich in unserem Zimmer eine Party veranstalte? Draußen hinter den Fenstern wurde es allmählich dämmerig. Der Nachmittag ging zu Ende. Endlich klingelte es am Ende der Vorlesung. Ich sprang sofort auf und sah, wie Eileen den Hörsaal verließ. Ich musste sie unbedingt einholen. Goku, Gadgetto Auto! Professor Lebard hat dir einen ganz schönen den Kopf gewaschen. So etwas hätte ich von ihm nicht erwartet. Weiter! Ich habe mich nicht getraut, im Hörsaal mit dir zu reden. Ich wollte ihm keinen Grund geben, dich nochmal anzumeckern. Ich verließ gemeinsam mit Jenny den Hörsaal, aber ich musste Eileen unbedingt einholen. Ja, tut mir leid, Jenny, aber ich muss jetzt wirklich los. Okay, kein Problem. Reden wir dann ein andermal über die Kunst der Zisterzensia. Ich bin wirklich neugierig auf deine Meinung. Gern, Jenny, aber ein anderes Mal. Ich habe es eilig. Tut mir leid, Jenny, aber die Kunst der Zisterne ist nicht wirklich mein Ding. Ich muss los. Ich hab's eilig. Entschuldigung. Wow, gern. Ich hätte eher mit einer anderen Wort gerechnet. Ich weiß, dass es nicht dein Ding ist, aber ich habe es eigentlich nur zum Spaß gesagt. Ah, okay. Dann lauf, du scheinst es ja wirklich eilig zu haben. Danke, Jenny. Ich sehe Eileen nirgends auf dem Gang. Sie muss schon weg sein. Finde Eileen.
Im Pausenraum wird sie ja wohl nicht sein. Okay, dann in Campus. Vielleicht ist sie ja schon auf dem Weg zum Studentenwohnheim. Flur, Studentenwohnheim. Da ist sie, perfekt. Da ist sie. Redest du mit mir? Ja, ich meine, da bist du ja. Ich wollte schlafen gehen. Was gibt's? Du gehst schlafen? Ja, ist das ein Problem? Hör zu, ich wollte heute Abend hier im Zimmer eine kleine Party veranstalten. Stört dich das? Hast du noch einen anderen Ort, wo du schlafen könntest? Ich bin mein... Ja, scheiße. Vielleicht... Was soll das denn heißen? Träum ich oder schmeißt du mich jetzt aus meinem eigenen Zimmer? Nein, es tut mir leid. Ich hatte bloß vor, eine kleine Party zu veranstalten und ich sehe, dass du müde bist. Eine Party? In unserem Zimmer? Ja, die Bars sind alle geschlossen. Ich habe keinen anderen Ort gefunden. Hör zu, vergiss es. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich werde alles absagen. Ich ging zur Zimmertür und suchte währenddessen in meiner Tasche nach meinem Handy. Ich weiß nicht, warum ich heute Abend unbedingt diese Party veranstalten wollte. Ich hätte wissen müssen, dass mir die nicht möglich sein würde. Kommt deine Gruft, die Freundin auch? Ich drehte mich zu ihnen um. Sie sah mich an, die Arme vor der Brust verschränkt. Nein, warum? Gut, dann mach deine Party. Ich habe nichts dagegen. Sicher hat er mich verhört. Was? Wie viel Uhr soll das denn stattfinden? Also, das hatte ich mir noch nicht überlegt. Vielleicht gegen 21 Uhr? Und kommen viele Leute? Wir sind 5. Okay, studieren deine Freunde auch Kunstgeschichte? Kenne ich sie? Nein, das heißt, ich glaube nicht, dass du sie kennst. Sie studieren an der Uni, aber keine Kunstgeschichte. Okay, aber das eins klar ist, ich helfe weder beim Einkaufen noch beim Aufräumen. Warte, ich glaube, wir haben uns missverstanden. Das ist eine Party mit meinen Freunden. Okay, und du bleibst hier? Oh, okay, danke, Elin. Okay, und du bleibst hier? Ich meine, du bleibst während der Party mal hier im Zimmer. Ich werde heute Abend sicher unter keiner Brücke schlafen. Ich habe also wohl keine andere Wahl. Warum will sie plötzlich unbedingt bei der Party dabei sein? Ich starrte sie mit offenem Mund an. Eine Party mit ihr. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was ist? Musst nicht noch für heute Abend einkaufen? Darf ich fragen, warum du unbedingt bei der Party dabei sein möchtest? Ich will nicht unbedingt dabei sein, aber du zwingst mich dazu. Ich hätte es wissen müssen. Ich zwinge dich zu gar nichts. Wenn es nicht möglich ist, sage ich die Party ab. Das ist kein Problem. Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du nicht, dass ich dabei bin? Wundert dich das? Es ist schließlich kein Geheimnis, dass wir die beiden nicht die besten Freundinnen sind. Das kannst du laut sagen. Hör zu, ich weiß nicht, was du damit... Du wirst bei der Party schließlich nicht allein sein. Ich werde noch andere Leute da sein, mit denen ich mich unterhalten kann und die hoffentlich weniger beschränkt sind als du. Weiter. Hallo, Rosa? Du antwortest nicht auf meine Nachricht. Ich habe mir eigentlich Sorgen gemacht. Es ist nur... Hallo, du musst Elin sein. Ich bin Rosa, eine alte Freundin von wie du. Es ist nett von dir, dass du der Party zugestimmt hast. Es gab leider keine andere Lösung. Rosa war so freundlich zu Elin, ich sah sie erstaunt an. Ehrlich gesagt, haben wir eben gerade darüber erst gesprochen. Weiter. Du bist natürlich herzlich eingeladen, Elin. Wir werden dich schließlich nicht aus deinem eigenen Zimmer werfen. Ich wollte nicht protestieren, hielt mich aber zurück. Was sagt sie denn da? Sie wusste doch, wie es um mein Verhältnis zu Elin stand. Gut, ich werde da sein. Na toll, ich sah Rosa fragend an, aber die tat, als ob nichts wäre. Okay, ich werde Alexi suchen gehen. Ich stelle nur kurz die warmen Häppchen hier ins Zimmer, wenn ich darf. Treffen wir uns gegen 21 Uhr? Weiter. Alles klar, ich mache mich fertig. Bis gleich. Mit diesen Worten drehte Elin sich um und ging wieder ins Zimmer. Ich blieb mit Rosa allein auf dem Gang stehen. Was ist bloß noch nicht gefahren? Bist du völlig durchgedreht, Rosa? Was ist bloß noch nicht gefahren? Es tut mir leid, ich bin in Panik geraten. Ich habe gespürt, sie würde Nein sagen und da fiel mir nichts Besseres ein. Mensch, Rosa! Vielleicht hast du sie etwas zu schnell verurteilt. Auf den ersten Blick wäre sie doch ganz nett. Erinnerst du dich etwa nicht mehr an meinen ersten Tag hier an der Uni? Du hast gesehen, wie sie Jenny beleidigt hat. Du weißt, wie sie ist. Vielleicht sind wir nur im falschen Moment vorbeigekommen. Du bist einfach zu nett, das ist alles. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, man sollte seine Feinde näher bei sich halten als seine Freunde. So erfährst du vielleicht mehr über sie. Das ist kein chinesisches Sprichwort, das stammt aus dem Film Der Pate. Und du hast Melody eingeladen, ohne es mir zu sagen. Ich habe sie vorhin getroffen und sie hat gesagt, sie bringt Obst mit und einen Kinosalat. Hast du ihr etwa gesagt, wir machen einen vegetarischen Abend? Verdammt, Melody, die habe ich vollkommen vergessen. Keine Sorge, ich schreibe ihr wegen der Uhrzeit. Das heißt, wir werden letztendlich 7 Leute sein. Wir passen niemals alle in das Zimmer. Und Melin wird die Stimmung bestimmt toll. Komm schon, entspann dich. Es wird schon alles gut gehen, obwohl sie da ist. Du kennst Elin nicht und auch nicht ihr Talent für Chaos zu sorgen. Und dein Zimmer ist auch nicht so klein. Jetzt übertreibst du ein bisschen. Nein, überhaupt nicht. Hör auf zu meckern. Wir organisieren deine Party und du solltest jetzt Alkohol kaufen gehen. Los! Ich verschränkte die Arme vor der Brust und sah sie beleidigt an.
Rosa umarmte mich und flüsterte mir ins Ohr. Ich erinnere mich daran, dass auch Jun heute Abend da sein wird. Dieser Abend könnte also wichtiger sein, als du denkst. Ich mag Jun, er ist nur ein Kollege, du bildest dir etwas ein. Trotzdem ist auch Jelin da. Ich nehme das obere. Ja klar, das werden wir heute Abend noch sehen, meine Liebe. Träum weiter, Rosa. Ich werde die Häppchen so lange hier im Zimmer abstellen. Wir sehen uns um 21 Uhr. Sei pünktlich. Ich schleppte mich zum Aufzug. Die Getränke für den Abend kaufen. Also, das machen wir dann... Oh. Hey, warte! Du bist wirklich schneller als der Blitz. Ich dachte, du wolltest die Häppchen ins Zimmer bringen. Schon erledigt. Ich bin gerannt, um sicher zu gehen, dass du auch wirklich auf dem Weg zum Supermarkt bist und uns nicht versetzt. Mit dir möchte ich lieber keinen Wettlauf machen. Außerdem wollte ich Alexis Handy mitnehmen. Er glaubt nicht, dass es seins ist, solange er es nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Ich holte Alexis Handy aus meiner Tasche und gab es Rosa. Hier, damit solltest du ihn beruhigen können. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit nur eine Ausrede. Eigentlich ist er bloß nervös wegen heute Abend. Wegen morgen? Ja, er weiß nur nicht, ob er kommen wird und... Das habe ich ganz vergessen, dir zu erzählen. Jon hat gesagt, dass morgen auch kommt. Wirklich? Toll. Weiter. Natürlich morgen. Ich glaube, Alexi ist wirklich verknallt. Sonst geht Alexi mit solchen Dingen eher locker um. Vielleicht ist es ihm wirklich wichtiger, als er es zugibt. Ich hoffe, er ist nicht allzu aufgeregt. Sag ihm, er soll das Ganze locker sehen. Das mache ich. Weiter. Gut, ich werde Alexi suchen und sehen, was Lei so macht. Wir treffen uns um 21 Uhr. Gut, ich gehe einkaufen. Bis später. Rosa verließ den Campus durch das Haupttor. Ich hatte den Glück, den ganzen Abend in Berlin zu verbringen, obwohl ich eigentlich nur meine Freunde sehen wollte. Es machte mich wütend, mit welcher Dreistigkeit sie sich selbst eingeladen hat. Aber Rosa hat sich solche Mühe gegeben, die Party zu organisieren. Ich glaube, sie wünscht sich, dass es wieder so ist wie in unserer Schulzeit. Ich kann sie jetzt nicht enttäuschen. So, ich muss schnell in den Supermarkt. Eigentlich quer durch die Stadt. Da muss ich... Garantiert hier zur Einkaufspassage, da komme ich nochmal hin, Parkeingang, Einkaufspassage. Als ich den Supermarkt erreichte, klingelte mein Handy. Jun, ich hatte völlig vergessen, ihm zu antworten. Hallo! Findet die Party heute Abend immer noch statt? Es tut mir wirklich leid, Jun, ich war die ganze Zeit beschäftigt und hatte keine Zeit, dir zu antworten. Kein Problem, mach dir nichts raus. Heute Abend um 21 Uhr im Campus, mein Zimmer ist die Nummer 719. Alles klar. Hast du alles, was du brauchst, oder dir vielleicht irgendwas mitbringen? Nein, vielen Dank. Ich kümmere mich um alles. Bis gleich. Bis später. Ich freue mich. Weiter. Piep. Aufgelegt. Es ist schon spät. Ich sollte mich beeilen, wenn ich nicht zu meiner eigenen Party zu spät kommen möchte. Ich betrat den Supermarkt und ging zum Regal mit den alkoholischen Getränken. Was nehme ich denn? Ich könnte eine Sektbowle machen. Das ist erfrischend und mal was anderes. Tequila, Salz, Zitronen. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, mach ich. Ach, hier. Nimm das harte Zeug, Tequila, Salz, Zitronen, auf geht's. Alles stand direkt neben der Kasse. Offenbar waren Tequila-Abende hier in der Gegend beliebt. Ich ging zur Kasse und erhielt dem Kassierer zu, als ich die Sachen auf das Band legte. Guten Abend. Ihren Ausweis bitte. Er wirkt nicht gerade freundlich. Ich bin 23, also darf ich Alkohol kaufen. Ihren Ausweis bitte, sonst verkaufe ich Ihnen keinen Alkohol. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so jung aussehe. Etwas genervt wühlte ich in meiner Tasche herum. Ich steckte meinen Ausweis immer in eine kleine Innentasche zusammen mit meinem Kopfhörern und meinem Terminplaner. Er war nicht da. Mein Portemonnaie und mein Heft waren da, aber ein Teil meiner Sachen fehlte. Es tut mir leid, ich habe meinen Ausweis verloren. Ich bin wirklich 23 Jahre alt. Ich habe meinen Ausweis vergessen. Ich zeige Ihnen morgen nach, wenn Sie möchten. Natürlich, und morgen stehen die Eltern vor der Tür, weil ihr Kind eine Alkoholvergiftung hat. Nein, bestimmt nicht. Ich bin an der Uni und mache eine Party. Ich kann Ihnen nicht helfen. Entweder nehmen Sie stattdessen Granatapfelsirup und Limonade oder ich rufe die Polizei. Was? Aber... Er wird doch nicht wegen so einer Kleinigkeit gleich die Polizei rufen. Ich habe doch nichts Schlimmes getan. Ich möchte einfach nur einkaufen. Wieso drohen Sie mir gleich, damit die Polizei zu rufen? Das alles gefällt mir gar nicht. Immer ist es meine Schuld, aber das ist jetzt vorbei. Wenn Sie hier verbotenerweise Alkohol einkaufen, bekommen Sie auch den Ärger. Bei diesen Worten schlug er mit der Hand vor sich auf die Theke. Erschrocken wich ich einen Schritt zurück. Er wirkte sehr aufgebracht. Er griff nach dem Hörer des Telefons, das neben ihm stand, und begann, die Nummer der Polizei zu wählen. Aber ich sagte Ihnen doch schon, dass ich 23 Jahre alt bin. Sie rufen völlig umsonst die Polizei. Wie du? Alles in Ordnung? Professor Zaidi? Und wer sind Sie? Weiter. Ich glaube, Sie wollen sagen, guten Abend, was kann ich für Sie tun, oder? Der Kassierer schien von Zaidis Ton überrascht. Wenn ich die Situation richtig verstehe, geht es um ein Problem beim Kauf von Alkohol. Es ehrt Sie, dass Sie die Kontrolle des Alters ernst nehmen. Weiter.
Ja, wenn ich nicht aufpasse, bin ich hinter der Dumme. Und es kommt gar nicht in Frage, dass ich wieder... Der Kassierer begann wieder zu schimpfen. Das verstehe ich. Keine Sorge, die junge Dame wird mir einfach das Geld geben und wir tun so, als würde ich den Alkohol kaufen. Damit wäre das Problem gelöst, oder? Professor Zaidi hatte mir meinen Einkauf aus der Hand genommen und die Sachen aus Band an der Kasse gelegt. Der Kassierer legte den Hörer wieder auf und begann die Sachen zu scannen. Ich bemerkte, dass ich ganz außer Atem war. Die Reaktion des Verkäufers hatte mir Angst gemacht. Das macht 45 Dollar. Ich holte mein Portemonnaie heraus. Ich gab Professor Zaidi das Geld. Bitte, weiter. Danke. Weiter. Noch einen schönen Abend. Professor Zaidi nahm die Flaschen und alles andere und ging direkt zum Ausgang. Hier, bitte. Er reichte mir die Einkäufe. Ich hoffe, niemand beobachte mich dabei, wie ich einer meiner Studenten Alkohol übergebe. Das könnte leicht missverstanden werden. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was mit dem los war, aber innerhalb von 2 Sekunden war die Situation eskaliert. Ich... Machen Sie sich keine Sorgen. Er regt sich schnell auf. Das ist hier bekannt. Sie sollen einfach immer Ihren Ausweis dabei haben. Ja, das habe ich sonst auch. Ja, muss mir aus der Tasche gefallen sein. Das gilt nicht nur für den Einkauf von Alkohol, sondern auch, falls Sie mal ein Problem haben sollten. Im Notfall sollte man immer lieber den Ausweis dabei haben. Weiter. Vor allem, wenn Sie abends spät nach Hause gehen. Ja. Wir lächelten uns an. Es stimmte, dass wir uns nachts in der Seitenstraße begegnet waren, als es geregnet hatte. Sie haben recht. Ich war überzeugt, ich hätte ihn dabei. Ich fühlte ihn noch einmal in meiner Tasche. Ohne Erfolg. Wo könnte er nur sein? Das hatte ich plötzlich einen Geistesblitz. Die Vorlesung, Kunst der Antike. Ich war aus dem Hörsaal gerannt, um ihnen zu folgen. Sicher hatte ich dabei einen Teil meiner Sachen verloren. Sie haben den Ausweis im Hörsaal verloren? Ich glaube schon. Um diese Uhrzeit sind die Höhle-Seele schon abgeschlossen. Aber ich habe zufällig einen Schlüssel. Ich möchte nicht, dass sie wegen mir ihre Zeit vergeuden und ich werde auch schon erwartet. Vielleicht können sie mich dort hinbegleiten? Ich nehme mal das obere. Dann bekomme ich den Ausweis eben erst morgen wieder. Es ist gleich schon 21 Uhr. Rosa bringt mich um, wenn ich zu spät komme. Kein Problem, aber ich hoffe, sie bekommen ihn wieder. Die Putzfrauen haben die Nase voll davon, immer alle möglichen Kram in den Räumen zu finden. Sie wirft mittlerweile einfach alles weg. Wie bitte? Keine Sorge, ich gleich kurz nachschauen und gebe ihnen den Ausweis morgen, falls ich ihn finde. Danke, das ist wirklich nett. Einen guten Abend. Brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht extra noch zu wünschen. Sein Blick fiel auf die Flaschen, die ich immer noch in den Händen hielt. Danke. Ich wurde rot. Ich sah aus wie eine, die regelmäßig mitten in der Woche Partys feiert. Wirklich toll wie du. Ich war wirklich immer zur rechten Zeit, am rechten Ort. Professor Idio warf sich die Jacke über die Schulter und überquerte die Straße. Ich ging schnell zum Campus zurück. Es war schon 21.02 Uhr. So, triff Rosa und die anderen zu deiner Party. Gut, die Party machen wir dann morgen im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer. Und bis dahin, bis morgen.